gerne Esser? Gott sei Dank sieht man es noch nicht, aber ich esse für mein Leben gern. Mein Vater ist Chefkoch und hat auch ein eigenes Restaurant und demnach esse ich sehr gerne. Und wie schaffst du das dann, so schlank zu bleiben? Ja, das frage ich mich auch. Eine Menge Aktivität. Achso, was denn? Naja, so auf der Bühne rumspringen und so. Es gibt auch leckere Drinks zu trinken. Man weiß ja, wenn man beruflich viel aktiv ist, viel trinken darf man eigentlich nicht. Aber darf schon mal ein Glas Sekt oder sowas sein? Na, selbstverständlich. Ich trinke gerne ab und zu mal ein und nicht nur ein Glas Sekt. Und ich finde, das gehört dazu. Wenn man es vertragen kann und mit ein bisschen Alkoholkonsum umgehen kann, dann ist es völlig in Ordnung. Also ich werde nicht hier stehen und so tun, als hätte ich noch nie einen Tropfen Alkohol angerührt. Das ist schon das wilde Rockstar-Leben. Ich kenne das wilde Rockstar-Leben nicht. Ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden und ab und zu muss man auf die Kacke hauen. Du hast ein sexy Outfit an. Wirklich? Ja. Ja? Ganz, ich dachte ganz locker und leger. Ich merke, ich bin jetzt ein bisschen underdressed, weil alle hier in ihren Anzügen sind, aber vielleicht ist es auch ganz gut so. Nö, ich finde das ganz cool. Also es glitzert alles und glänzt ein bisschen. Was trägst du denn? Ich weiß es nicht. Ich habe das hier aus Tokio. Wir sind vor kurzem auch von unserer Asientour zurückgekommen und das habe ich aus Tokio und den Rest habe ich mir so irgendwie zusammengeschnudelt. Wie wichtig ist denn Styling und solche Dinge? Ja, ich würde jetzt nicht sagen unwichtig, aber ich glaube, es war mir mal wichtiger, als es jetzt mittlerweile ist. Vielleicht, weil ich einfach mit mir irgendwie im Reinen bin, was Styling betrifft und Aussehen. Also, wenn ich mich so fühle, dann ziehe ich das an und wenn nicht, dann mal was anderes. Aber das entscheidet sich meistens immer so 10 Minuten, bevor ich rausgehe. Ja. Also ich bin nicht jemand, der irgendwie eine Woche im Vorfeld schon die Wochentage irgendwie durchgeht und seine Garderobe da irgendwie organisiert. Okay. Wir Frauen sind da anders. Naja, manche. Wo ist denn Lena heute Abend? Lena ist heute zurück nach Kloppenburg gefahren, weil ein paar Freundinnen, vor zwei Freundinnen von ihrem Geburtstag, sie wäre normalerweise gerne mitgekommen, aber ist bei ihrer Mama zu Hause. Und wie ist das dann so, wenn sie nicht dabei ist? Wird dann auch mal so ein bisschen fremd geguckt? Natürlich nicht. Nein, würde ich nie tun. Nein, tue ich nicht. Ich bin hier mit Freunden und wir werden einen netten Abend haben und das war's. Ich habe keinen Grund dazu, fremd zu gucken.